Was verlieren die Menschen am Strand? Das werden wir heute rausfinden, Freunde. Und wie ihr seht, ich bin gar nicht der Sondelfuchs. Was ist denn da los? Ich bin nämlich das Sondelfüchschen. Ich bin eigentlich der Kameramann. Ich mache heute die Vertretung für Udo. Bei ihm geht es gesundheitlich gerade nicht so super optimal. Und dementsprechend habe ich gesagt, hey, ist doch kein Problem. Da übernehme ich jetzt einfach mal kurz den Kanal. Und es wäre cool, wenn ihr trotzdem mit am Start bleibt. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingern. Auch wenn ich wirklich schon viel geschnitten habe. Wir haben jetzt hier den Deus 2. Wir sind im Strand, im Beach-Modus und sind hier zufälligerweise auch an dem Strand. Und von dem her würde ich sagen, schauen wir doch jetzt einfach mal, was wir hier finden. Gut. Also Freunde, wir haben hier ein 86er, ja, es springt ein bisschen her, aber ein gutes 80er Signal. Und ich habe gelernt, dass das ein gutes Signal ist. Wird sicher ein Kronkorken sein. Ich habe ein Grabungsmesser, ich habe einen Pinpointer. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Ich habe an der falschen Stelle gesucht. Ist das geil? Man muss wissen, wenn ich bisher gesucht habe, habe ich immer nur Müll gefunden. Und theoretisch ist auch Müll, aber es ist cooler Müll. Ich habe einen Lamborghini gefunden. Ah, wobei, könnte auch ein DeLorean sein. Ich kenne mich mit Autos nicht so aus. Aber die Profis unter euch, die werden auch sicher nach wie vor fleißig kommentieren und sagen, was das ist. Könnte auch ein Scirocco Scala sein mit hier Katzenleiter hinten. Gerne in die Kommentare, weiter geht's. Alter, was ist das für harter Sand? Der ist gefroren. Tatsache, hier, da kommt was. Direkt richtig. Alter, Falter. Also. Ah, endlich. Alufolie. Also ich muss schon sagen, ich mache Udo schwer Konkurrenz, weil auch ich finde jede Menge Müll. Nehmen wir natürlich mit. Da gibt es vorne gleich einen Mülleimer. Wird alles entsorgt. So, Freunde, 77er Signal. Das klingt zumindest mal nicht so verkehrt. Aber wie immer liegt halt hier so viel Müll rum. Und dementsprechend ist es halt echt schwierig, Sachen zu finden hier. Zumindest für mich. Wir sind reich. Die ersten 2 Euro, Freunde. Die liegen auf jeden Fall noch nicht allzu lange da. Bisschen verkratzt, bisschen mitgenommen. Aber das erste Geld wurde verdient. Freunde, das gibt nachher ein Eis für die Kamerafrau. Ich nehme einfach Udos Sprüche mit, dass ihr euch auch wohlfühlt hier. Also ich habe jetzt die Diskriminierung noch mal ein bisschen feiner eingestellt, weil wirklich viel zu viel Signale hier reinkommen. Und jetzt schauen wir einfach mal. Klingt schon besser. Das klingt schon besser auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dieses berühmte Doppelsignal. Bedeutet, es liegt sehr oberflächlich. Gut. Oh, alter Schwede! Wir haben Schmuck, Freunde. Absolut nichts Hochwertiges. Ist, oh, das ist aber Kinderschmuck. Dann vielleicht ein Armreif oder sowas. Ich werde es euch auch gleich einblenden. So. Ich werde es euch dann auch gleich einblenden. Aber das sieht auf jeden Fall mal nach einem, ja, ziemlich schicken und vor allem so ziemlich rostigen hier teilweise. Guck mal, da rosten da sogar schon der Stein. Modeschmuck. Wunderbar, cool, armreif. Mein erstes Mal Schmuck. Also 59er. Jetzt kommt deutlich weniger rein, aber dafür hoffentlich umso besser. Und vor allem kommt jetzt die Sonne raus, das ist so gut. Man hat natürlich, wie immer, war man top vorbereitet und hat seinen Pullover zu Hause liegen lassen. Und so morgens um kurz nach 6 ist es halt doch noch frisch, auch im Sommer. Da war kurz was, da ist wieder kurz was. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Immer mal wieder kurz, das wird irgendwas super Kleines sein.
ist ganz Filigranes. Was haben wir hier? Oh ja, da ist es. Boah, ein Knöpfle. Aber was für ein kleines. Das wird eher eine Niete von der Hose gewesen sein oder so. Also das ist wirklich super klein. Mal schauen, ob die Kamerafrau das so gut hinbekommt wie ich sonst. Und zwar jetzt einfach mal draufkippen. Ja, genau. So. Sieht man es? Ja, sieht man wunderbar. Also wir haben hier, ja, das war irgendwie mal eine Niete oder ähnliches. Und da ist gerade ein Riesenfisch gesprungen. Ja, cool, weiter geht's. Gut. Also, sehr stabiles 85er Signal hier. Klingt vielversprechend. Wird sicher wieder 1A der Kronkorken sein. Ja, hier ist was. Oh ja, ein sehr, sehr gutes Signal. Also sehe ich jetzt natürlich mit dem Pinpointer nicht, aber es war ein gutes Signal und er vibriert schon sehr stark. Das heißt, wir sind nah dran. Oh, ja, und Gold, ich sehe Gold. 10 Cent, Freunde. Hammergeil, ey, wirklich. 2,10 Euro, ein Knopf und ein Armreif. Und nicht zu vergessen den Lamborghini. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Quote. Und so kann es weitergehen. Let's go. So, 50er Signal hier. Sag mal, bist du an oder was? Also ich verstehe es nicht, dass ich hier ständig Signale reinbekomme. Die der Pinpointer nicht bekommt. Hier. Oh mein Gott. Es ist schon wieder absolut hässlicher Modeschmuck. Aber, oder ist es? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber irgendwie sollte das schon sein. Also, so was Halskettenmäßiges kommt es schon hin. Aber das ist ja, also dass das verloren worden ist, wundert mich gar nicht. Das ist ja ein so billiger Verschluss. Das muss ich mal kurz in die Kamera zeigen. Also da legt man sich ja nur einmal kurz falsch hin und es ist weg. So, einmal kurz wieder auf die Hand. So, sieht man das? Das ist einfach hier nur so ein Haken und wenn der halt rausrutscht, was ich jetzt nicht hinbekomme mit meinen dicken Fingern, zack. Also es ist halt wirklich nur so ein Einhaksystem hier. Naja, auf jeden Fall Hammer. Schon wieder Schmuck. Ey, das ist... Ich habe ja davor auch schon ein paar Mal gesucht. Und wirklich, ich bin nie auf die Idee gekommen, an einem Strand zu suchen. Ich werde ab sofort nur noch an Stränden suchen. Zweimal Schmuck. Also die Quote, die können wir gerne behalten. Weiter geht's. So, Freunde, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt beeilen, weil ich habe das Ganze hier mit dem Ordnungsamt abgeklärt, dass ich hier heute suche und auch suchen darf. Und sie haben halt gesagt, dass wenn die ersten Badegäste kommen, dass wir dann langsam aufhören sollen zu suchen. Bisher geht's noch, deswegen suchen wir noch weiter. Und es würde mich freuen, wenn du jetzt diesen Kanal abonnierst, weil ich gebe mir richtig viel Mühe. Acht. Boah, das springt heftig von 70 bis 80. Ich hatte gerade, ja, hier. Es bricht immer ein bisschen ab, aber eigentlich hört sich's gut an. Deswegen graben wir es jetzt trotzdem mal. Es hört sich an, als wäre hier irgendwo ein Schiff unterwegs. Oh yes, Baby hier. Alter, ist das tief. Ne, da steckt's noch. Hier ist der Sand jetzt gerade sehr nass. Was aber trotzdem ganz gut zum Graben ist. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Hier. Irgendwo ist es. Irgendwo ist es. Oh. Oh. Alter Schwede, was ist auch das? Alter. Okay. Jetzt haben wir Schmuck. Aber was? Boah, ist das rostig. Okay, das muss ich einmal in die Kamera halten. Direkt erstmal Detektor kaputt treten. Also es war auf jeden Fall... Mal irgendwie sowas. Okay, jetzt löst sich's gerade auf. Boah, guck dir das an. Also das hat hier gerade noch so drin gesteckt. Das war eindeutig mal irgendwie sowas wie ein Anstecker. Hier hängt auch noch so ein bisschen was runter. Löst sich gerade absolut auf.
Der Kleber hält natürlich auch nicht mehr, aber guck mal, wie schön das aussieht. Also das ist Top-Fund. Wie geil ist denn das? Guck, wie es auch hier glänzt. Das darf man gleich mal richtig schön sauber machen. Und dann geht man das auch einmal vorne ab, falls das irgendjemand vermisst und abholen möchte. Da gibt es nämlich ein Restaurant. Und da werden die Fundsachen abgegeben. Cool, mega. So, Freunde, das war auf jeden Fall ein Riesenspaß, mal das Ganze hier von der anderen Seite der Kamera zu betrachten. Könnte durchaus sein, dass es noch ein Video von mir gibt, bevor Udo wieder da ist. Und das war tatsächlich, zumindest für mich, die beste Sondelrunde meines Lebens. Natürlich direkt der erste Fund hier, der DeLorean, Lamborghini, was auch immer was sein kann. 2009, es ist ein Hot Wheels sogar. Ja, es ist ein DeLorean, unten steht's drauf. Wir haben hier einen DeLorean, das ist natürlich absolut geil. Wir haben 4,30 Euro und einen Half Penny gefunden. Das ist schon ziemlich cool. Und natürlich hier den Schmuck, den wir jetzt gleich vorne abgeben werden. Also hier weiß ich nicht, das sieht alles nicht hochwertig aus. Also wie gesagt, bei dem bin ich mir nicht mal sicher, ob es irgendwie Schmuck ist oder ob es irgendwie ein Teil von, weiß ich nicht, irgendwas anderem ist, dass es da irgendwie drin hing. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier zwei schöne Schmuckstückchen, die doch schon den einen oder anderen Tag hier liegen. Und dementsprechend, das geht man jetzt einmal vorne ab, dass dann vielleicht irgendwann der, der es verloren hat, wieder glücklich wird. Und dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein Eis. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass das Sondelfüchschen hier sich präsentieren durfte. Wie gesagt, gerne abonnieren, gerne den Daumen nach oben kommentieren. Ihr wisst, was zu tun ist. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde.